Living in a lonely world. Oh my God. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Übergänge von Bruststimme Richtung Kopfstimme und es gibt im Anschluss noch eine kleine Übung dazu. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen hoch freuen, Abonnement und jetzt nochmal ganz kurz vorweg, bevor es losgeht. Jetzt neu bei uns, Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevivocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevivocalstudio.com. Ja, wer kennt dieses Gefühl, man ist gerade mitten am Singen und die Stimme bricht praktisch ab. Und dann kommt gar nichts mehr raus, außer Luft tatsächlich. Also es gibt viele Gründe, warum jetzt einfach eine Stimme abbrechen kann, mitten bei einem Gesang. Aber dann gibt es auch diesen Übergang, den man hinbekommen möchte. Und da, wenn man diesen Übergang hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Man hat einmal erstmal so einen Bruch, ne, von einem Register ins andere. Oder man hat einen Flip. Und darüber sprechen wir heute. Dazu könnte man jetzt auch nochmal das Jodeln in Betracht ziehen, weil das Jodeln ist eine schnelle Abfolge zwischen zwei Registern, aber die Stimmbänder sind trotzdem miteinander verbunden, trotzdem noch miteinander connected. Ja, bei einem Bruch ist es im Grunde genommen so, jetzt mal ganz einfach erklärt, ist, dass der Bruststimmmuskel nicht richtig loslassen will. Die Stimmbandmasse ist einfach zu stark, ist einfach zu dick und wir können keinen guten Übergang kreieren. Der Muskel will also nicht loslassen, um diesen Übergang zu machen und dort entsteht dann einfach so ein Bruch, wo dann Luft dazwischen kommt oder vielleicht sowas Hauchiges, Falsettoartiges und dort sind die Stimmbänder dann nicht mehr miteinander verbunden. Also das passiert im Grunde genommen bei einem Bruch, dass die Stimmbänder dort dick sind, immer noch thick und ja, nicht diese Koordinationsabfolge machen wollen. Häufig kann es auch daran liegen, dass du einfach zu laut bist. Ganz häufig ist es so, wenn Schüler singen und einfach zu viel Druck geben, zu viel Druck auf den Stimmbändern haben, zu laut auch singen, dann kann diese Stimme nicht diese schnelle Abfolge machen, dass sie direkt von Bruststimme zu Kopfstimme geht. Wer Adele oder Sam Smith kennt, der weiß, dass die ganz schöne Flips haben. Denk mal an Sam Smith. Ich blende da jetzt einmal ganz kurz hier den Part ein von Writings on the Wall. Genau, und was ihr jetzt gesehen habt ist, how do I live, how do I breathe, when you're not here, I'm suffocating. Und da bin ich übergegangen von Kopfstimme in die Bruststimme. Oder Adele beispielsweise, sie macht auch richtig hübsch diesen Flip ganz viel in ihren Songs bei Skyfall. Come stand tall, 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 tall. Das heißt, dort ist es immer noch ein kontrollierter Übergang, der dort stattfindet und dort ist also auch nicht so ein starker Bruch. Wichtig ist natürlich erstmal zu wissen, was ist Bruststimme, was ist Kopfstimme, wo ist mein Übergang, wo habe ich eigentlich selber dieses Problem, dass ich das Gefühl habe, oh, ich will in die Kopfstimme gehen, aber ich kann nicht richtig, der Muskel ist immer noch zu dick und will nicht dünn werden sozusagen. Und ja, wir machen jetzt mal folgende Übung dazu und die startet mit einem Go-Go und geht dann von Go-Go auf Go-Go-Ga. Ich weiß, es klingt nicht so doll, aber das G fördert einen guten Stimmansatz. Die Stimmbänder kommen da gut zusammen, also G, B, D. Aber in dem Fall nehmen wir das G. Wechsel zum A. Habt ihr den Übergang jetzt rausgehört? Und ich bin also nicht gebrochen, es war kein Flip da, sondern was ich gemacht habe, ist auch nicht so viel Druck gegeben. Wenn ich jetzt Druck gebe, go, 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 go
trotzdem noch klare Kopfstimme hier, ja? Go-go-go-ga. Ja, von Bruststimme zu Kopfstimme ist eben die Gefahr, dass man eben zu sehr an dem Muskel festhält, dass die Stimmmasse zu dick ist und dann sozusagen nicht ausdünnen will und dann nicht diesen Übergang, diese Koordination abführen möchte. Ui, ui. Jodel mit dabei. Das klingt so ein bisschen, als ob ich alkoholisiert bin. Aber ihr habt gehört. Das heißt, ihr seht, wenn ich zu viel Druck gebe, dann hört ihr ganz genau diesen Flip. Das heißt, ein bisschen sachter. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr dazu wissen wollt, dann schreibt mir das doch mal am besten in die Kommentare. Däumchen hoch, Abonnement und ich sehe euch immer im nächsten Video. Ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern. Schaut doch da rein, gebt denen auch nochmal so ein kleines Herzchen. Die freuen sich auch immer wieder. Und ich sehe euch beim nächsten Video. Jetzt neu bei uns, Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevyvocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99 €. Wie singst du mit Power? Was ist Mix Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevyvocalstudio.com.